Guten Tag. Ja, bitte? Ich bin bestellt. Wen darf ich bitte melden? Sagen Sie, Mrs. Gilmore, der Mann vor der Kontinent... Ach, Sie sind das. Mrs. Gilmore erwartet Sie schon. Kommen Sie bitte. Kristall unter der Decke. Wer hat bloß die Tapeten ausgesucht? Ein Hintern hat das Mädchen. Mrs. Gilmore... Sie sind von der Continental Detektivagentur? Ja. Sie müssen den Mörder meines Mannes finden. Die Polizei hat nichts getan. 4 Tage und Sie haben noch nichts getan. Sie sagen, es ist ein Räuber gewesen, aber Sie haben ihn noch nicht. Sie haben überhaupt noch nichts. Mrs. Gilmore, Sie müssen verstehen... Ich weiß, aber die haben nichts getan, sage ich Ihnen, nichts. Ich glaube, die haben es gar nicht mehr versucht. Ich glaube, Sie wollen den Mörder überhaupt nicht finden. Den Mörder? Wolltest du nicht die Mörderin sagen? Sie nehmen an, es ist der Mann gewesen. Ich weiß nicht. Es könnte... Lina, Sie können gehen. Setzen wir uns. Ja, danke. Burnett, mein Mann, ist mir nicht treu gewesen. Da war eine Frau, die sich Kara Kinbrook nennt. Sie war nicht der Erste, aber von ihr habe ich im vorigen Monat erfahren. Wir haben einen Krach gehabt. Burnett hat versprochen, sie aufzugeben. Es kann sein, dass er das nicht gemacht hat, aber wenn er es gemacht hat, würde ich ihr schon zutrauen. So eine Frau kriegt alles fertig. Alles. Und im Grunde meiner Seele glaube ich wahrhaftig, sie hat's getan. Und Sie glauben, die Polizei will Sie nicht verhaften? Nein, ganz so habe ich das nicht gemeint. Ich bin so durcheinander. Es kann passieren, dass ich alles Mögliche sage. Byrne hat was mit Politik zu tun gehabt, wissen Sie. Und wenn die Polizei etwas festgestellt hat oder zumindest glaubt, sein Tod könnte irgendwie mit Politik zusammenhängen, dann wäre es doch möglich. Ich weiß nicht, was ich eigentlich meine. Ich bin eine nervöse, gebrochene Frau. Und in meinem Kopf wühlt es Tag und Nacht. Bringen Sie Ordnung in diesen Wirrwarr. Machen Sie ausfindig, wer Burnett umgebracht hat. Kennen Sie die Frau, diese... Kenbrook? Ja, die meine ich. Hab sie auf der Straße gesehen. Das reicht. Ich weiß, was das für eine ist. Haben Sie der Polizei von ihr erzählt? Nein. Nun pass aber auf, was du sagst, Mädchen. Die Kriminalbeamten, die zu mir gekommen sind, die haben sich so benommen, als könnte ich Burnett umgebracht haben. Hatte Angst, ihnen zu sagen, dass ich Grund zur Eifersucht hatte. Ja, vielleicht hätte ich das mit dieser Frau nicht verschweigen sollen, aber daran, dass sie es gewesen sein könnte, habe ich erst später gedacht, als man den Mörder nicht fand. Und dann habe ich es nicht mehr fertiggebracht, zur Polizei zu gehen. Zu sagen, dass ich etwas verschwiegen hatte. Wusste doch, was die sich gedacht hätten. Aber Sie können es doch so drehen, dass es aussieht, als hätte ich von dieser Frau gar nichts gewusst, nicht wahr? Eventuell. Soviel ich weiß, ist Ihr Mann in der Pine Street, zwischen der Leavenworth Street und der Jones Street, Dienstag früh gegen 3 Uhr erschossen worden. Stimmt das? Ja. Wohin war er denn da unterwegs? Nach Hause vermutlich. Aber ich weiß nicht, wo er war. Niemand weiß das. Polizeibeamten haben es auch nicht rausgekriegt, wenn sie es überhaupt versucht haben. Er hat mir am Montagabend gesagt, er hätte eine geschäftliche Verabredung. Er ist Bauunternehmer gewesen, wissen Sie. Er ist ungefähr um 11:30 weggegangen und hat gesagt, es würde wahrscheinlich 4 oder 5 Stunden dauern. War das nicht merkwürdig, nachts um 11:30 zu einer geschäftlichen Verabredung zu gehen? Noch dazu für 4 oder 5 Stunden? Nein, bei Burnett nicht. Er hat selbst oft um Mitternacht Leute hierher kommen lassen. Haben Sie irgendeine Vermutung, wohin er an diesem Abend gehen wollte? Nein. Ich habe überhaupt nichts von seinen Geschäftsangelegenheiten gewusst. Und selbst die Leute in seinem Büro scheinen nicht zu wissen, wohin er an diesem Abend gegangen ist. Das glaube ich, dass er dir nichts erzählt hat. Du quatschst ein bisschen viel. Kann man nicht gebrauchen, wenn im Dunkel bleiben soll, wie man an die städtischen Bauaufträge rankommt. Wie steht's mit Feinden? Ich wüsste niemanden, der ihn so gehasst hat, dass er ihn hätte umbringen können. Wirklich nicht? Denken Sie genau nach. Nein. Nein, wirklich nicht.
Es sei denn, ich sagte Ihnen ja schon, diese Miss Kenbrook, der würde ich ohne weiteres zutrauen. Wissen Sie, wo Miss Kenbrook wohnt? Ja, in den Garford Apartments in der Bush Street. Mrs. Gilmore, haben Sie mir auch alles erzählt? Sie haben nichts vergessen? Nein. Nein, ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß. Absolut alles. Na gut, dann darf ich mich für heute verabschieden. Ja, ich bringe Sie noch hinaus. Ja. So. Am besten, ich fahre gleich ins Präsidium. Ich muss sogar interviewen. Bernard Gilmore. Hab ihn selbst mal gesehen. Ein lauter Kerl mit rotem Gesicht. Hat sich vom Ziegelträger zum Besitz eines 500.000-Geschäfts und einer ganz schönen Rolle in der Lokalpolitik hochgerackert. Wie hat ihn jemand noch genannt? Ein Rauber mit Maniküre. Muss viele Feinde gehabt haben, aber noch mehr Freunde. Einer von den großen Gutmütigen, die hart zupacken, wenn es drauf ankommt. Ein Draufgänger. War mindestens in ein Dutzend Schiebungsskandale verwickelt, ohne dass ihm jemand hat etwas nachweisen können. Oder wollen. Und dann die Geschichte mit dem Schmuggelring, wo er Anführer gewesen sein soll. Aber damit kann ich nun beim besten Willen nichts anfangen. Vielleicht hat Oga eine Idee. Ich könnte übrigens ein paar Anhaltspunkte im Fall Gilmore gebrauchen. Ich auch. Das können Sie mir glauben. Mir würde erst mal reichen, wenn ich wüsste, was Sie wissen. Also gut. Ich habe heute sowieso noch nichts gegessen. Bei der Gelegenheit, da kann ich Ihnen dann die paar Kleinigkeiten erzählen, die ich weiß. Kommen Sie mit? Na klar. Der gute Oga. Zart fühlen wie immer. Schätze, er hat seine Spiegeleier mit Schinken längst im Bauch. Aber es wird nun mal nicht gern gesehen, wenn ein Polizist mit einem Privatdetektiv zusammenarbeitet. Schon gar nicht im Präsidium. Wie lange geht das jetzt? 3 Jahre vielleicht. Dass Oga Hunger kriegt, wenn er mir was erzählen will. Einer von unseren Leuten. Kelly heißt er. Kelly? Ja, Kelly. Mhm. Er machte Dienstag früh seinen Streifengang. Und kam gerade die John Street runter. Es war so ungefähr 3. Klare Nacht, kein Nebel oder so. Kelly kommt also die John Street runter und ist so 5-6 Meter von der Pine Street weg. Er hört einen Schuss. Er läuft sofort los. Und als er um die Ecke kommt, der liegt auf dem Bürgersteig, nur halbwegs zwischen der John Street und der Leavenworth Street, ein Mann im Sterben. Sonst ist niemand zu sehen. Und Kelly läuft auf den Mann zu und sieht, dass es Gilmore ist. Gilmore stirbt, ehe er noch ein Wort sagen kann. Die Ärzte sagen, er ist niedergeschlagen und dann erschossen worden. Denn er hat eine Schramme an der Stirn und hat die Kugel schräg aufwärts in die Brust gekriegt. Verstehen Sie? Nee. Er muss auf dem Rücken gelegen haben, als ihn die Kugel getroffen hat. Mit den Füßen auf dem Revolver zu, aus dem sie kam. Kaliber? Kaliber 38. Geld in der Tasche? Ja, 600 Piepen. Ein paar Brillanten und eine Uhr, aber nichts angerührt. Was hat er denn so früh am Morgen in der Pine Street gemacht? Oh, ich das wüsste, mein Lieber. Vermutlich war er auf dem Nachhauseweg. Aber wir kriegen nicht raus, wo er gewesen ist. Wir wissen nicht einmal, in welche Richtung er gegangen ist, als er niedergeschlagen wurde. Er lag quer über dem Bürgersteig, mit die Füße zur Bordsteinkante. Aber das besagt gar nichts. Er kann sich ja nach dem Schlag 3 oder 4 Mal umgedreht haben. Und in welche Richtung könnte der Mörder verschwunden sein? Das ist ja das Problem. Die Leavenworth Street kann er kaum erreicht haben, bevor Kelly um die Ecke kam. Und aus der Charles Street kam Kelly selbst. Also bleiben eigentlich nur 2 Gassen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also auf der Südseite der Pine Street. Ja, sagt Kelly, aber er konnte die Mündungen beider Gassen in die Pine Street übersehen, als der Schuss fiel. Noch von der Charles Street aus, ehe er um die Ecke bog. Auf diesem Weg ist niemand abgehauen. Tja, dann könnte den Schuss eigentlich nur jemand abgegeben haben, der in dem Block da wohnt. Ach, vielleicht. Aber wir haben keinen Hinweis, dass Gilmore irgendwen in diesem Häuserblock gekannt hat. Sind hinterher viele Leute zusammengelaufen? Na, ein paar schon. Es gibt ja immer Leute, die angelaufen kommen, wenn was passiert. Aber Kelly sagt, es ist niemand dabei gewesen, der einen verdächtigen Eindruck gemacht hat. Bloß die üblichen Nachtschwärmer. Unsere Leute haben die Gegend durchkämmt und sind auf nichts gestoßen. Wagen in der Nähe?
Kelly sagt, sind keine da gewesen. Er hat keinen gesehen. Und der hätte ihn nicht übersehen können, wenn einer da gewesen wäre. Tja. Was denken Sie? Ich denke gar nichts. Ich bin Kriminalbeamter. Hat wohl Ärger gegeben, weil ihr den Mörder noch nicht erwischt habt. Ich habe einen Hinweis auf eine Frau bekommen. Wollen Sie mitkommen? Wir könnten sie uns zusammen vornehmen. Ich würde schon, aber ich kann nicht. Ich muss heute Nachmittag zur Verhandlung. Ja, na, viel Spaß noch. Ja, ja, gleichfalls. Das müssten Sie sein, die Garford Apartments. Ganz nett hier, nicht so viel Verkehr. Ob Gilmore seiner Freundin diese Gegend finanziert hat? Vornehme Leute sind das hier. Ich sehe jedenfalls nicht einen Vorhang, der sich bewegt. Das ist bei uns anders, wenn ein Fremder kommt. Kara Kenbrook, aha. Hoffentlich ist sie da. Guten Tag. Miss Kara Kenbrook? Ja? Ich komme von der Continental Detektivagentur. Hier ist meine Karte. Lass dich mal angucken, Mädchen. Wie alt wird sie sein? 23, 24? Sie sind also Privatdetektiv. Ja. Und meine Karte macht wohl keinen großen Eindruck auf dich, was? Was weiter? Ich hätte Ihnen gerne ein paar Fragen gestellt. Darf ich reinkommen? Bitte. Danke. Moment. Scheint eine von den Lässigen zu sein. Na, das sieht ja fabelhaft aus. Schränke oder sowas benutzt wohl nicht, was? Immerhin, sie fegt mir einen Stuhl frei. Aber doch nicht auf den Boden, das Taubekleid. Und jetzt? Ich interessiere mich für den Tod von Bernard Gilmore. Bernard Gilmore? Ah ja. Das gibt's doch nicht. Die reagiert gar nicht. Guckt mich an, genauso stumpf und ausdruckslos wie ein Türgriff aus Porzellan. Sie sind doch ziemlich eng mit ihm befreundet gewesen, oder? Wir waren befreundet gewesen, ja. Was wollen Sie mit waren gewesen sagen? Ich habe ihn vorige Woche abgehängt. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Vorige Woche. Am Montag, glaube ich. Eine Woche, bevor er ermordet worden ist. War das der Tag, an dem Sie mit ihm Schluss gemacht haben? Ja. Haben Sie Krach gehabt oder sind Sie in aller Freundschaft auseinandergegangen? Eigentlich weder noch. Ich habe ihm einfach gesagt, ich wäre mit ihm fertig. Wie hat er das aufgenommen? Es hat ihm nicht das Herz gebrochen. Er hatte sowas wahrscheinlich schon öfters erlebt. Wo waren Sie in der Nacht, als er ermordet worden ist? In der Kaffeeterrasse. Da habe ich mit Bekannten gegessen und getanzt bis eins herum. Dann bin ich nach Hause schlafen gegangen. Warum haben Sie sich von Gilmore getrennt? Ich konnte seine Frau nicht ausstehen. Wie bitte? Die war so lästig. Einen Abend ist sie sogar hierher gekommen und hat Theater gemacht. Da habe ich zu Bernie gesagt, wenn er sie mir nicht vom Hals halten kann, muss er sich eine andere Freundin suchen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer ihn umgebracht haben könnte? Nein. Höchstens seine Frau. Diese hysterischen Weiber sind für alle möglichen Dummheiten gut. Wenn Sie nichts mehr mit Ihrem Mann zu tun hatten, aus welchem Grunde meinen Sie, könnte sie ihn da umgebracht haben? Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich bin ja nicht die Einzige, hinter der Bernie in seinem Leben her war. Ach, Sie meinen, es hat noch andere gegeben. Wissen Sie, was bestimmt ist, oder ist das nur eine Vermutung von Ihnen? Ich weiß keinen Namen, aber es ist nicht bloß eine Vermutung von mir. Was ist an dem Abend passiert, als seine Frau kam? Nicht viel. Sie ist Bernie hier nachgegangen, hat geklingelt, ich habe aufgemacht und sie ist an mir vorbeigefegt und hat angefangen zu heulen und Bernie zu beschimpfen. Dann hat sie gegen mich losgelegt. Und da habe ich zu Bernie gesagt, wenn er sie nicht wegschafft, kriegt sie es mit mir zu tun. Und da hat er sie nach Hause gebracht. Naja, das hatten wir schon. Mehr ist aus dem Mädchen scheinbar nicht rauszukriegen. Haben Sie sonst noch Fragen? Im Augenblick nicht. Aber ich komme vielleicht noch mal wieder. Meinetwegen. Komisches Mädchen. Die reine und volle Wahrheit war das nicht, was sie da erzählt hat. Aber eine Mörderin, ich weiß nicht.
Wenn man einen umgelegt hat, bemüht man sich doch wenigstens ein bisschen glaubhaft zu erscheinen. Dieses Gesicht müsste eigentlich schön sein. Gleichmäßige Züge, glatte weiße Haut, große braune Augen, alles da. Aber schön ist was anderes. Irgendwie leer, ohne Ausdruck. Na, der ist schon die Beinstritt. Das sind von Karakenbrock nicht mal 5 Minuten. Da drüben muss er gelegen haben. Kelly hat völlig recht. Wenn er wirklich nur 5 Schritte von hier weg war, als der Schuss fiel, hätte er den Mörder sehen müssen. Also muss er in einem der Häuser verschwunden sein. Aber in welchem? Noch ein bisschen rumschnüffeln? Mach was, lohnt nicht. Zeitverschwendung. Der Mord liegt 4 Tage zurück. Wer was gesehen hat, kann seine Version schon auswendig. Aber Mrs. Gilmore, da müsste ich doch mal vorbei. Bin gespannt, warum sie mir nichts von ihrem Besuch bei ihrer Rivalin erzählt hat. Guten Tag. Guten Tag. Mrs. Gilmore ist nicht zu Hause. Wann kommt sie zurück? In ungefähr einer halben Stunde wird sie wieder da sein. Ich warte. Bitte. Wenn Sie hier hereinkommen wollen. Das soll wohl die Bibliothek sein. Naja, große Regale, aber wenig drin. Wenn Sie bitte hier warten wollen. Dafür ist das Mädchen nicht übel. Ist mir heute Morgen schon aufgefallen. Mollig grüne Augen. Bisschen volle Lippen vielleicht. Na, was hat sie denn? Du willst doch was. Fummelt da sinnlos an den Büchern rum, als ob sie was sagen wollte und sich nicht traut. Am besten ich lächle ihr mal ganz freundlich zu. Oh, das war ein Missverständnis. Übertreib doch im Himmels Willen nicht mit deinen Hüften, Mädchen. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wenn jemand was wüsste, was andere Leute nicht wissen, was würde das denen wert sein? Das hinge davon ab, wie wertvoll es wäre. Wenn ich zum Beispiel wüsste, wer den Chef umgebracht hat, was würde das wert sein? In den Zeitungen steht, einer von Gilmores Club hat eine Belohnung von $1,000 ausgesetzt. Die würden Sie bekommen. Nur wenn Sie sie nur nicht einstecken. Ich könnte Ihnen mein Wort geben, aber Sie müssen schon selber entscheiden, ob Sie mir trauen oder nicht. Die will erzählen und die erzählt auch. Der brauche ich nicht groß erklären, dass die Continental sowieso keine Belohnungen anrührt. Und ihre Angestellten infolgedessen auch nicht. Sie müssen das Geld beschummeln. Aber Sie sehen so aus, als ob ich Ihnen trauen kann. Ob du mir traust oder nicht, Mädchen, Hauptsache du rückst mit der Sprache raus. Ich habe mal einen Freund gehabt, einen Herrn, der war ganz hier ebenbild. Und der war der... Sagen Sie lieber mal, was Sie zu sagen haben, ehe jemand reinkommt. Ja, also... Ich bin am Montagabend spät nach Hause gekommen. An dem Abend, wo der Chef ermordet worden ist. Und hab noch gerade im Dunkeln gestanden und meinem Freund Guten Nacht gesagt. Da ist der Chef aus dem Haus gekommen und die Straße runtergegangen. Und er war kaum bis zur Ecke gekommen, da kam sie raus, Mrs. Gilmore, und ging ihm nach. Nicht um ihn einzuholen, verstehen Sie? Bloß so hinter ihm her. Und was halten Sie davon? Was halten Sie denn davon? Ich denke mir, sie hat endlich spitz gekriegt, dass die Verabredungen von ihrem Bernie alle überhaupt nichts mit dem Baugeschäft zu tun gehabt haben. Wissen Sie genau, dass sie nichts damit zu tun gehabt haben? Ob ich das weiß? Ich habe den Mann doch gekannt. Der war scharf auf kleine Mädchen, jede Menge. Das habe ich bald gemerkt, als ich hier angefangen hatte. Wissen Sie, wann Mrs. Gilmore in der betreffenden Nacht nach Hause gekommen ist? Um welche Zeit? Ja, um 3:30. Bestimmt? Absolut. Nachdem ich mich ausgezogen hatte, habe ich meine Decke genommen und mich ans obere Ende der Vordertreppe gesetzt. Ah. Mein Zimmer liegt hinten im Oberstock. Ich wollte nämlich sehen, ob sie zusammen nach Hause kommen und ob es Krach gibt. Als sie alleine nach Hause gekommen war, bin ich wieder in mein Zimmer gegangen und da war es gerade 25 Minuten vor 4. Ich habe auf meinen Wecker geguckt. Haben Sie sie gesehen, als sie reinkam?
Und bloß Kopf und Schultern, als sie am Treppenabsatz in ihr Zimmer ging. Wie heißen Sie? Lina Best. Na gut, Lina. Wenn der Fall durch diesen Hinweis geklärt werden kann, will ich dafür sorgen, dass Sie die Belohnung bekommen. Halten Sie die Augen offen und wenn sich sonst noch was rausstellt, können Sie mich im Büro von der Continental erreichen. Und jetzt schieben Sie lieber los, damit keiner merkt, dass wir die Köpfe zusammengesteckt haben. Ja, und Sie denken dran. Ganz bestimmt. Ach, ich hoffe, Sie haben nicht allzu lange warten müssen. Oh, nicht der Rede wert. Bitte setzen Sie sich doch wieder. Danke. Mrs. Gilmore. Ja? Warum haben Sie mir eigentlich nicht gesagt, dass Sie Ihrem Mann in der Nacht, als er ermordet wurde, nachgegangen sind? Das ist gelogen. So klingt's auch. Das ist gelogen? Meinen Sie nicht, Sie machen einen Fehler? Meinen Sie nicht, es wäre viel besser, mir alles zu erzählen? Oh je, jetzt heult sie. Ich kann Sie nicht wieder beruhigen. Mit der Zunge schnalzen soll helfen. Ein bisschen den Arm tätscheln. Oh Gott, ist der mager. Nun rücken Sie mal raus mit der Sprache. Ja. Ja, ich bin ihm nachgegangen. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Bitte, bitte glauben Sie mir, dass ich es nicht getan habe. Ich habe nicht gesagt, Sie hätten es getan. Erzählen Sie mir, was tatsächlich passiert ist. Ich habe ihm nicht geglaubt, als er sagte, er hätte eine geschäftliche Verabredung. Ich habe ihm nicht getraut. Hatte mir schon einmal was vorgelogen. Ich bin ihm nachgegangen, weil ich sehen wollte, ob er in die Wohnung dieser Person geht. Und? Ist er hingegangen? Nein. Ja. Er ist in ein Apartmenthaus in der Pine Street gegangen. In dem Häuserblock, wo er umgekommen ist. Ich weiß nicht genau, welches Haus es war. Ich war noch so weit weg. Aber ich habe gesehen, wie er die Stufen rauf und in ein Haus reingegangen ist. Ungefähr in der Mitte des Häuserblocks. Und was haben Sie dann gemacht? Gewartet. Hatte mich gegenüber in einem dunklen Hauseingang versteckt. Ich wusste, dass die Wohnung von dieser Person in der Bush Street war, aber ich dachte, vielleicht ist sie umgezogen und trifft sich mit ihm hier. Aha. Ich habe lange gewartet. Es war kühl und ich hatte Angst. Angst, es könnte jemand kommen. Aber ich habe mich gezwungen, auszuhalten. Ich wollte sehen, ob er alleine rauskäme oder mit dieser Person. Ja, und dann, es muss ungefähr 2:30 gewesen sein, da konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich entschloss mich, diese Person anzurufen, um festzustellen, ob sie zu Hause war. Ja, deshalb bin ich zu einem Restaurant in der Ellie Street gegangen, das die ganze Nacht offen hat, und habe sie angerufen. War sie zu Hause? Nein, ich habe es eine Viertelstunde lang versucht. Vielleicht noch länger, aber es hat sich niemand gemeldet. Da wusste ich, dass sie in der Wohnung in der Pine Street war. Was haben Sie dann gemacht? Ich bin wieder hingegangen. Als ich zwischen der Bush Street und der Pine Street war, hörte ich einen Schuss. Ich dachte zuerst, das Geräusch käme von einem Auto, aber jetzt weiß ich, dass es der Schuss war. Als ich an die Ecke Pine Street und Jones Street kam, konnte ich sehen, wie sich ein Polizist über Bernie beugte und Menschen zusammenliefen. Aber da wusste ich noch nicht, dass es Bernie war. Natürlich nicht. Konnte im Dunkeln und aus der Entfernung nicht mal unterscheiden, ob es eine Frau oder ein Mann war. Ich hatte Angst. Angst, Bernie würde rauskommen, um nachzusehen, was los war. Oder er würde aus einem Fenster schauen und mich entdecken. Oder die Polizei könnte mich fragen, was ich um diese Zeit hier zu suchen hätte. Ja, deswegen bin ich dann schnell nach Hause gegangen. Und was dann? Dann bin ich ins Bett. Konnte natürlich nicht einschlafen. Am Morgen um 9 Uhr kamen 2 Kriminalbeamte und sagten mir, dass Bernie ermordet worden sei. Sie nahmen mich so scharf ins Verhör, dass ich mich fürchtete, ihnen die volle Wahrheit zu sagen. Deshalb
habe ich auch von dieser Person nichts gesagt. Als aber nach 4 Tagen noch kein Mörder gefunden war, da dachte ich, sie hätten mich in Verdacht. Tja. Es war schrecklich, weil einerseits konnte ich der Polizei doch nicht eingestehen, dass ich gelogen hatte. Andererseits aber wurde mir klar, dass auf die Person kein Verdacht fiel, weil ich sie nicht erwähnt hatte. Ja, deshalb habe ich mich an Sie gewendet. Zuerst hatte ich auch bei Ihnen Angst, die volle Wahrheit zu sagen, aber ich dachte, Sie würden schon alles rauskriegen, auch ohne zu wissen, dass ich Bernie in der Nacht nachgegangen bin. Und jetzt wissen Sie es. Und Sie werden mich verhaften lassen. Und ich werde aufgehängt werden. Ich weiß es, ich weiß es. Das ist ja noch gar nicht so weit. Sie sind ja noch gar nicht verhaftet. Und beruhigen Sie sich doch. Oh, diese nervösen, hysterischen Frauen. Man kann einfach nicht sagen, wann sie lügen und wann sie die Wahrheit sagen, weil sie selber nicht wissen. Als Sie den Schuss hörten, gingen Sie gerade auf der Jones Street in nördlicher Richtung. Konnten Sie die Ecke der Pine Street sehen? Ja. Ja, ganz deutlich. Haben Sie da jemand gesehen? Nein. Erst als ich an die Ecke kam und in die Pine Street hineinsah, da habe ich den Polizisten gesehen, der sich über Bernie beugte, und 2 Männer, die auf die Stelle zugingen. Wo waren die beiden Männer? In der Pine Street. Sie hatten keine Mäntel an. Es sah aus, als ob sie aus einem Haus gekommen wären, als sie den Schuss gehört hatten. Waren Autos zu sehen? Nein. Ich habe noch ein paar weitere Fragen, Mrs. Gilmore, aber ich bin jetzt in Eile. Bitte verlassen Sie das Haus nicht, bis Sie wieder von mir hören. Nein, aber... Auf Wiedersehen. Bernard F. Gilmore und die Frauen. Grundverschieden, aber klare Auskünfte kriegst du bei beiden nicht. Kara Kinbrook soll also nachts um 2:30 nicht in ihrer Wohnung gewesen sein. Könnte was zu bedeuten haben. Jetzt erstmal in Ruhe alles sortieren und in alphabetischer Reihenfolge abheften. Guten Tag. Ah, Sie sind's. Ja. Was gibt's? Nur noch ein paar Fragen, Miss Finbrock. Na gut, kommen Sie rein. Immer dasselbe leere Puppengesicht. Setzen Sie sich. Danke. Miss Kinbrock, warum haben Sie mir gesagt, Sie hätten zu Hause im Bett gelegen, als Gilmore ermordet wurde? Weil es so ist. Kein Wimpernzucken. Und Sie haben nicht aufgemacht, als es an der Tür klingelte? Nein. Warum denn nicht? Weil ich es nicht gehört habe. Und am Telefon haben Sie sich auch nicht gemeldet? Es hat nicht geklingelt. Jedenfalls nicht so, dass ich davon aufgewacht wäre. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen lügen. Miss Kinbrock, Ihr Telefon hatte am Morgen von 2.30 Uhr bis mindestens 2.40 Uhr geklingelt. Ihre Türklingel hat beinahe dauernd von etwa 2.50 Uhr bis kurz nach 3 Uhr geklingelt. Vielleicht. Aber ich möchte wissen, wer um diese Zeit etwas von mir gewollt haben kann. Also das haben Sie auch nicht gehört? Nein. Aber Sie sind hier gewesen? Ja. Wer ist es denn gewesen? Nehmen Sie Ihren Hut. Ich will Ihnen die Leute mal vorführen. Auf dem Polizeirevier. Dann nehme ich am besten auch meinen Mantel mit. Ja, und die Zahnbürste. Na, tut sich was? Nichts. Stumpf und leer. Sie meinen, Sie verhaften mich? Nein, das nicht. Aber wenn Sie auf Ihrer Geschichte beharren, dass Sie am vorigen Dienstag um 3 Uhr im Bett gelegen haben, dann kann ich Ihnen versprechen, dass man Sie verhaftet. An Ihrer Stelle würde ich mir wirklich eine andere Geschichte ausdenken. Jetzt glotzt sie mich an. Gar nicht einfach, eine so ausdruckslose Miene durchzuhalten. Aber vielleicht bringt es uns näher, wenn ich es genauso mache. Glauben Sie tatsächlich, ich bin nicht hier gewesen, als Bernie ermordet wurde? Ich habe viel zu tun, Miss Kinbrock. Wenn Sie bei Ihrer komischen Geschichte bleiben wollen, soll es mir recht sein. Aber bitte verlangen Sie nicht, dass ich jetzt auch noch bereit bin, darüber zu diskutieren. Holen Sie Ihren Hut und Ihren Mantel. Scheinbar wissen Sie tatsächlich etwas. Was heißt hier scheinbar? Naja, ist ja gemein von mir, Stan das anzutun, aber rette sich, wer kann. Stan? Na, ich unterbreche erstmal nicht. Ich bin wirklich bis 1 Uhr in der Kaffeeterrasse gewesen und bin wirklich hinterher nach Hause gekommen. Ich hatte den ganzen Abend Wein getrunken und davon wird mir immer übel. Außerdem habe ich Probleme. Probleme? Ja. Seit ich mich von Bernie getrennt habe, ist es mit den Finanzen nicht gerade gut gegangen.
In der Nacht oder am Morgen, als ich nach Hause kam, habe ich dann Kassensturz gemacht und nur noch $4 gefunden. Die Miete war fällig und die Welt sah verdammt mies aus. Von dem Ithaker war ein halb betitelt, wie ich war, beschloss ich, zu Stan zu gehen, ihm meinen Kummer zu erzählen und ihn ein bisschen anzuhauen. Wer ist dieser Stan? Stan? Ja. Stanley Tennant. Der hat was mit der Stadt zu tun. Stadtbauinspektor Stanley Tennant? Genau der. Jetzt ganz ruhig, bloß nichts anmerken lassen. Gucken wie ein Türgriff. Stanley Tennant, verwickelten 1000 Skandale, Schiebung, Korruption, was du willst. Und einer hat immer mitkassiert. Na, wer wohl? Der große Bauunternehmer und Lokalpolitiker Gilmore. Gott hab ihn selig. Soll ich weitererzählen? Ja, bitte, bitte. Es sind nur ein paar Minuten von mir zu Stan. Ich ging durch die Bush Street bis zur Leavenworth Street, bog ein und wollte zur Pine Street. Was wollten Sie denn in der Pine Street? Da wohnt er doch. Wer? Stan. Ach so. Und du, Guy, erzählt mir, Gilmore hat niemand in der Pine Street gekannt. Ich war noch im letzten Abschnitt in der Leavenworth Street, als Bernie erschossen wurde. Ich habe den Schuss deutlich gehört. Dann bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig weitergegangen. Als ich in die Pine Street einbog, sah ich, wie sich auf dem Bürgersteig ein Polizist über einen Mann beugte. Genau vor Stans Haus. Genau vor Stans Haus? Na, so ein Zufall. Ich bin hingegangen, um zu sehen, was los war. Es war Bernie. Gerade als ich hinkam, habe ich gehört, wie der Polizist zu einem der Männer sagte, er wäre niedergeschossen worden. Es war ein furchtbarer Schock für mich. Sie wissen ja, wie einen sowas umhauen kann. Na klar doch. Hat der Polizist Sie gesehen? Ich glaube schon. Ja oder nein? Naja, gesehen haben muss er mich. Ja, weiter. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und bin weitergegangen. Ich musste ganz dicht an Bernie vorbei. Dann habe ich bei Stan geklingelt. Er war schon im Nachthemd. Seine Zimmer liegen nach hinten raus und er hatte den Schuss nicht gehört, sagte er. Er war es also nicht, so. Er hat ihm ganz schön die Puste verschlagen, als er hörte, dass Bernie ermordet worden war. Er sagte, Bernie wäre von Mitternacht an bei ihm gewesen und eben erst weggegangen. Warum hat er dir denn die Geschichte erzählt? Stan fragte mich, was ich wollte und ich erzählte ihm alles. Und da war er ganz überrascht, weil er nämlich zum ersten Mal gehört hat, dass Bernie und ich so dick miteinander gewesen waren. Ich hatte Bernie nämlich durch Stan kennengelernt. Stan hatte Angst, es würde rauskommen, dass Bernie in der Nacht bei ihm gewesen war. Wieso Angst? Hat er es Ärger zwischen den beiden gegeben? Glaube ich nicht. Aber Scherereien macht sowas ja immer. Ja, und weiter? Das war alles. Ich habe von Stan das Geld bekommen und bin in seiner Wohnung geblieben, bis die Polizei sich verzogen hatte, weil wir beide keine Lust hatten, da hineingezogen zu werden. Dann bin ich nach Hause gegangen. Das ist wahr. Ehrlich. Warum haben Sie das nicht schon vorher gesagt? Ich habe Angst gehabt. Angst? Sie auch? Stellen Sie sich mal vor, wenn ich erzählt hätte, wie Bernie mich abgehängt hat. Und wenn ich gesagt hätte, dass ich in der Nähe war, als er ermordet wurde. Bloß um die Ecke und so. Und nicht ganz klar. Gleich hätten alle gesagt, ich hätte ihn erschossen. Ich würde auch jetzt noch bei der Lüge bleiben, wenn ich wüsste, Sie würden mir glauben. Also hat Bernie Schluss gemacht und nicht Sie? Ja, doch. Es hat geklingelt. Naja. Erst mal zwei Weiber. Beide nicht ganz normal. Die eine abnorm hysterisch, die andere abnorm phlegmatisch. Die eine die Frau des Toten, die andere die Geliebte. Jede der beiden hat Grund zu der Annahme, sie hätte wegen der anderen den Laufpass bekommen. Beide lügen und geben zu guter Letzt zu, in der Nähe des Tatortes gewesen zu sein. Aber keine gibt zu, die andere gesehen zu haben. Beide waren nach ihren Angaben erregter als gewöhnlich. Mrs. Gilmore halb verrückt vor Eifersucht, Miss Kenbrock besoffen. Geschossen haben könnte jede, aber kaum alle beide, wenn sie nicht einen seltsamen Bund geschlossen haben. Übrig bliebe da noch einer. Ein einziger. Stan, das ist der Herr von der Continental Detektivagentur. Stimmt. Ich habe ihm alles erzählt, was ich über Bernie weiß. Zuerst wollte ich nicht, aber es hat nichts genutzt. Großer, breiter Kerl, an die 35, rötliches Gesicht, sieht recht gesund aus. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Meine Einladung zum Mitfahren habe ich schon bekommen. Oh, wieder mal nicht aufgepasst. Haut mir den Stuhl mitten ins Gesicht, das Schwein. Eine Revolver da auch. Kaliber 38. Na denn.
Drehen Sie sich um. Der muss ihn aus dem Tischfach genommen haben. Streichelt mich und nimmt mir den Revolver aus der Tasche. In Ordnung. Was hat er in meinen Revolver hingetan? Verdammt. Kennen Sie mich? Ja, ich kenne Sie. Sie sind Stanley Tennant, der Stadtbauinspektor. Stimmt. Und Ihre Vergangenheit ist nicht gerade sauber. Jetzt bloß weiterreden. Sie sind doch der Bursche. Für jemand, der in einen Revolver guckt, soll eine Unterhaltung immer von Vorteil sein. Sie sind doch der Bursche, der mit gut rasierten Zeugen die Untersuchungen gegen das Bauamt zu einer Komödie gemacht hat. Ja, ja, ich kenne Sie. An Ihnen lag es, dass Gilmer immer so ein Glück gehabt hat mit den städtischen Bauaufträgen. Ja, Mr. Tennant, ich kenne Sie. Sie sind der schlaue Bursche, Das reicht, wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihnen mit dem Revolver ja ein Stück aus dem Kopf rausblase. Steh auf, Kara. Was macht er denn in Ihrem Ausschnitt? Das schöne Kleid zerreißen, der hat sie wohl nicht das alle. Das hat dir gemacht, Kara. Ja, denn. Rosa Unterwäsche. Und das hat dir gemacht, Kara. Jetzt fetzt er dir auch noch kaputt, der Schwein. Oh, das tut und weh. Und das hat der auch gemacht, Kara. Muss denn das sein, Mädchen verprügeln? Und mich lässt er auch nicht aus den Augen. Und jetzt hör zu, Mädchen. Folgendes ist passiert. Gilmore ist in seinem ganzen Leben niemals in meiner Wohnung gewesen, verstehst du? Du auch nicht, Kara. In der Nacht, in der er umgekommen ist, bist du kurz nach 1 Uhr nach Hause gekommen und zu Hause geblieben. Du hast dich elend gefühlt. Na, wahrscheinlich von dem Wein, den du getrunken hast. Und hast deinen Arzt gerufen. Howard heißt er. Na, ich sorge schon dafür, dass er dich hält. Er ist um 3:30 gekommen und bis 3:30 geblieben. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja, Stan. Na, nimm dich doch zusammen. Also dieser Schnüffler hier hat rausgekriegt, dass du mit Gilmore intim gewesen bist. Und ist heute hergekommen, um dich auszuhorchen. Er wusste, dass du Gilmore nicht umgebracht hast. Aber er hat dir Avancen gemacht. Und als du ihn hast abblitzen lassen, hat er gedroht, dir was in die Schuhe zu schieben. Du hast aber trotzdem keine Lust gehabt. Und hat er dich gepackt. Und als du dich gewehrt hast, hat er dir die Kleider zerrissen und dich geschlagen. Zufällig bin ich dazugekommen, weil ich mit dir verabredet war. Ich habe dich schreien hören, bin reingerannt, habe diesen Kerl weggerissen und entwaffnet. Na, und dann haben wir ihn festgehalten, bis die Polizei kam. Tja, und die werden wir jetzt rufen. Kapiert? Ja, Stan. Gut. Also weiter. Wenn die Polizei kommt, wird dieser Bursche natürlich alles auspacken, was er weiß. Es kann leicht passieren, dass wir alle drei mitgenommen werden. Deshalb sollst du jetzt gleich wissen, wie die Lage ist. Mein Einfluss müsste groß genug sein, dass wir beide heute Abend gegen Kaution freigelassen werden. Nur dann kann ich für die Zeugen sorgen, die wir brauchen. Außerdem müsste ich es fertig kriegen, dass unser kleiner, dicker Freund hier ein paar Tage festsitzt und zumindest vor morgen Abend mit niemandem sprechen darf. Was uns einen ganz guten Vorsprung verschaffen würde. Ich weiß nicht, wie viel er schon spitz gekriegt hat, aber mit Hilfe deiner Anzeige und der Aussage von ein paar klugen, kleinen, anderen jungen Damen, da will ich ihm schon so einen Ruf verschaffen, dass kein Schwurgericht auf der Welt ihm noch irgendetwas glaubt. Na, wie finden Sie das? Zum Lachen finde ich das, Sie Schlaumeier. Ist aber nicht zum Lachen. Ich kann mich einfach nicht an solche Situationen gewöhnen. Ruf die Polizei an. Ruf die Polizei an! Und bring um Gottes Willen deine Geschichte nicht durcheinander. Er guckt weg. Los. Warum spüre ich denn die Kugel nicht? Muss mich am Arm getroffen haben. Oh, der saß. Noch einen. Den Revolver hat er schon nicht mehr in der Hand. Zurückdrängen. Bloß den Kerl nicht zur Ruhe kommen lassen. Hab sicher auch was abgekriegt. Komisch, dass man das nicht spürt. Jetzt da in die Ecke rein. Jetzt habe ich ihn. Ah, schön. Wabbeliger Bauch wird immer weicher. So, jetzt kriegt er einen. Noch so einen. Oh, das kam aber von hinten. Die haut mir mit dem Revolver auf den Kopf. Noch einer. Oh, das ist zu viel. Scheiße, tut das weh. Das ist gut. Kampfspuren. Die brauchen wir auch, damit unsere Geschichte noch echter wird. Wenn man Ihnen nicht glaubt, dass Sie eine Keilerei gehabt haben, können Sie sich ja ausziehen und Ihren Bauch zeigen. Und Sie können Ihnen das hier zeigen. Mensch, sehen Sie sich vor. Meine Geschichte wirkt auch, wenn ich sie umlegen muss. Wirkt vielleicht sogar noch besser. Da hat er recht, mein schöner Revolver. Ruf die Polizei an, Kara. Ja, Stan. Und Sie setzen sich da in den Sessel. Aber keine falsche Bewegung.
Mr. Tennant. Sind Sie verletzt? Nicht der Rede wert. Hätte schlimmer kommen können. Hören Sie zu, Sergeant. Eine ziemlich üble Geschichte. Ich war mit Miss Kenbrook verabredet. Ein Glück. Wie ich in den Hausflur komme, höre ich sie schreien. Ich kriege einen ordentlichen Schreck, stürze in die Wohnung. Ja, die Tür war nicht abgeschlossen und sehe diesen Mister da, wie er auf Miss Kenbrook einschlägt. Die Kleider hat er ja schon halb vom Leib gerissen. Sie wehrte sich so gut sie konnte. Er wurde zudringlich, er wollte mit mir schlafen. Ja, schon gut, Carla. Ich schreie, hören Sie sofort auf. Der hört gar nicht. Macht sich an die Unterwäsche ran. Da kriege ich eine solche Wut und ziehe meinen Revolver und sage, Schluss jetzt oder ich schieße. Nur zur Warnung, Sie verstehen. Der richtet sich auf, hat plötzlich auch einen Revolver in der Hand. Ich gehe auf ihn los, um das Schlimmste zu verhindern. Tja, bei der Gelegenheit geht mir ein Schuss los. Sie kennen das ja. Passiert ist nichts dabei. Aber der Kerl wurde dermaßen gemeingefährlich. Naja, Sie sehen ja, wie es hier aussieht. Ganz abgesehen davon, wie wir aussehen. Ach ja, die Revolver. Hier, bitte, bei Ihnen sind sie besser aufgehoben. Und was haben Sie dazu zu sagen? Ich arbeite mit Sergeant O'Gan einem Fall. Ich möchte mit ihm telefonieren. Und dann möchte ich, dass Sie uns alle drei ins Polizeipräsidium bringen. Alle drei? Also ich protestiere. Die Sache sieht mulmig aus. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Kriminalpolizei für Sie alle miteinander das Richtige wäre. Sie können telefonieren. Danke. Oh, mein Schädel. Fahr nicht so ruppig, Sergeant, sonst kotze ich euch die Karre voll. Wir kommen früh genug zu Lieutenant McTighy. Dass ausgerechnet McTighy heute Nacht Dienst schieben muss. Naja, sind doch alle gleich. Hoffentlich ist Ugar schon da. Ohne Ugar mache ich bei McTighy nicht einen Stich gegen Tennant. Gar nichts gegen McTighy, hat mich immer anständig behandelt. Eigentlich nie Krach gehabt. Aber das kommt noch. Heute Nacht noch. Tennant mit der ganzen Stadt hinter sich, da legt sich McTighy nicht quer. Da legt sich keiner quer. Schlaf bloß nicht ein. Ach, hast du einen Fehler gemacht, bevor du noch richtig wach bist. Sie nehmen also an, Mr. Tennant, dass der Fall Gilmore überhaupt nichts mit diesem... Überfall zu tun hatte. Nicht die Spur. Miss Kenbrook hatte mir schon vorher erzählt, dass öfter ein Herr zu ihr gekommen war, um sie über Gilmore auszufragen. Da hatte ich keins beim Thema zu bleiben. Also, um es deutlicher zu sagen, dass er hier auch zwei Leute... Na gut, dass Sie kommen, Hogar. Ist Kelly auch da? Warte draußen, was ist denn hier los? Eine schöne Bescherung. Hören Sie, in diesem Revolver auf dem Schreibtisch steckt eine leere Hülse. Wenn Sie mir die mal holen können. Ganz einfach brutal wurde. Mann, der sowas ja, was machen Sie denn da? Hat was mit dem Gilmore-Mord zu tun. Also bei einem Mann, der sowas bei einer schutzlosen Frau versucht. Danke. Nun hören Sie mal zu, was mein Freund da sagt. Tolle Geschichte, wenn Sie Geschmack dran haben. Ich bin ein paar Mal geschlagen und dann ist aufgegeben. Mich auf den Knien angefleht. Ich sollte aufhören. Auf den Knien habe ich dich angefleht, so. Jetzt weiß wenigstens sogar, was er von deiner Geschichte halten muss, wenn er das nicht schon vorher wusste. Aber die anderen haben jedes Wort gefressen. Die gucken vielleicht. Miss Kenbrook, können Sie diese Aussage bestätigen? Ja. Noch was hinzuzufügen? Nein. Na, was haben Sie denn dazu zu sagen? Ich habe zu diesen Hirngespinsten nichts zu sagen. Ich interessiere mich für den Gilmore-Mord, nicht für dieses Zeug. Können wir Kelly mal reinholen lassen? Ist Kelly hier? Ja, warte draußen. Na gut, holen Sie Sergeant Kelly rein, Ogar. Kelly? Kommen Sie rein. Ja. Aha, das ist er also. Aufrechte Haltung, stahlgraues Haar. Sie haben Gilmores Leiche gefunden? Ja. Und was sagt er zu Kara? Haben Sie diese Dame da schon mal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ist sie die Straße entlang gekommen, als Sie sich gerade Gilmore ansahen? Und ist sie in das Haus reingegangen, vor dem der Tote lag? Nein. Miss Kenbrook behauptet das aber und sie behauptet weiterhin, dass Sie sie gar nicht übersehen konnten. Stimmt das, Miss Kenbrook? Ja, das stimmt. Weiter. Als Sie den Schuss hörten, waren Sie noch in der Jones Street. Stimmt das? Ja. Mrs. Gilmore, die Witwe des Ermordeten, hat mir erklärt, sie sei auch in der Jones Street gewesen, als sie den Schuss hörte. Nur hat sie niemanden gesehen. Auch keinen Polizisten. Wie erklären Sie sich das? Ich habe doch bereits... Erst reif. Jetzt der Trick mit der leeren Patronenhülse. Ein bisschen alt ist der Trick, ja. Langsam hervorziehen, zwischen den Fingern drehen, ihm vor die Nase halten.
Na, da guckst du. Kelly, warum haben Sie Gilmore umgebracht? Jetzt klappt er zusammen. Na, der macht's aber feierlich. Gibt erstmal die Brustplakette und den Dienstrevolver auf den Tisch, bevor er auspackt. Es war ein Unfall. Ein Unfall? Nur aber auf. Ich habe in der Nacht meine Runde gemacht. Wie ich von der Jones Street um die Ecke in die Pine Street gekommen bin, habe ich gesehen, wie ein Mann von den Stufen vor Mr. Tennants Haus rein in den Vorflur sprang. Ja, ein Einbrecher, habe ich gedacht. Und bin leise hingeschlichen. Das ist ein dunkler, tiefer Vorflur und ich habe da drin was gesehen, das aussah wie ein Mann. Ganz sicher war ich mir nicht. Kommen Sie raus, habe ich gerufen. Aber es kam keine Antwort. Ja, und dann? Ja, ich habe den Revolver in die Hand genommen und bin die Stufen raufgegangen. In dem Augenblick habe ich gesehen, wie er sich bewegte und rauskam. Und da bin ich ausgerutscht. Die ist nämlich abgetreten, die unterste Stufe, und ja, ich bin ausgerutscht. Ich fiel vornüber, der Revolver ging los, die Kugel traf ihn. Er war aber schon rausgekommen und als die Kugel ihn traf, ist er vornüber gekippt und die Stufen runter auf den Bürgersteig gefallen. Na, der kann vielleicht Geschichten erzählen. Als ich ihn mir anguckte, da habe ich gesehen, dass es Gilmore war. Ich kannte ihn vom Guten Morgen sagen und er kannte mich. Deshalb muss er sich wohl versteckt haben, als er mich um die Ecke kommen sah. Wollte wahrscheinlich nicht von mir gesehen werden, als er aus Mr. Tennants Haus rauskam, weil er sich wohl dachte, dass ich mir einen Vers draus machen und vielleicht nicht dicht halten würde. Ja? Ich sage nicht, dass es richtig war, von mir zu lügen, aber es hat niemandem was geschadet. Sieht mir aber nicht so aus. Noch was? Ja, das ist ein Unfall gewesen. Aber er war ein Mann, der mit vielen hohen Tieren befreundet war und Unfall oder nicht, es hätte mir leicht passieren können, dass ich fertig gemacht worden wäre. Und da habe ich eben... Da haben Sie die Geschichte so erzählt, wie wir sie alle kennen. Ja, genau. Und deshalb konnte ich auch nicht sagen, ich hätte was Verdächtiges gesehen, weil ich dann ja jemand Unschuldigen mit hineingezogen hätte. Ja, natürlich habe ich diese Dame gesehen. Ich habe genau gesehen, wie sie in das Haus reingegangen ist, aus dem Gilmore rauskam. Aber das konnte ich nicht sagen, ohne sie in eine unangenehme Situation zu bringen. Deswegen habe ich gelogen. Ich hätte mir aber sowieso vorgenommen, wenn jemand wegen des Mordes verhaftet würde, dann würde ich alles gestehen. Und jetzt bin ich froh, dass alles vorbei ist. Ja. Na gut, Kelly. Gehen Sie nach nebenan und geben Sie die Sache zu Protokoll. Ich komme gleich nach. Ja. Gestatten Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte für das von heute. Aber Sie wissen ja vielleicht, wie das ist, wenn jemand, an dem man hängt, in der Klemme ist. Mir kommen die Tränen. Hier scheint jeder bereit zu sein, die Unfallversion Kellys zu schlucken. Was soll das heißen? Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn mir einer erzählt, er wäre so die Treppe hochgestolpert, dass ein anderer dadurch eine Kugel in die Brust gekriegt hat. Also ich muss sagen, mir kam dieser, wie hieß er noch gleich? Kelly. Ja, richtig. Mir kam er jedenfalls ausgesprochen glaubwürdig vor. Ja, das glaube ich. Das Stolpern würde doch den seltsamen Einschusskanal erklären. Ich habe schon glaubhaftere Geschichten gehört, um einen Einschusskanal zu erklären. Was wollen Sie denn nun eigentlich? Zweifeln Sie auf einmal dran, dass Kelly Gilmore erschossen hat? Erschossen hat er ihn wahrscheinlich, aber... Mit dem Stolpern habe ich Mühe. Ach, Sie meinen mit Absicht? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Warum sollte ein Mann wie Kelly denn Gilmore erschießen? Ja, muss ich auch sagen, dafür sehe ich keinen Anhaltspunkt. Vom Motiv gar nicht zu reden. Kelly kannte Gilmore höchstens aus der Zeitung. Und beraubt hat er ihn ja offensichtlich nicht. Wenn Ogar an dieser Stolperei keinen Anhaltspunkt sieht, dann ist wohl nicht viel drin. Trotzdem. Ich sage nur, dass mich die Stolperei misstrauisch macht und dass ich mir durchaus... theoretisch natürlich erst mal vorstellen könnte, dass Kelly das im Auftrag gemacht hat. So, jetzt ist es raus.
Er hat mir immer noch nicht verziehen. Und jetzt möchte er offenbar gerne, dass ich Kelly den Auftrag gegeben habe. Naja, weil Gilmore von meinem Haus erschossen worden ist. Sagen Sie, waren die Schläge denn so fürchterlich? Handtuch, ich komme nicht durch. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Kelly ist 30 Jahre bei der Polizei. Immer tadellose Führung, nicht einen Verweis. Ich lasse mir diesen Mann nicht so einfach diffamieren, verstanden? Kelly hat gestanden, dass er Gilmore unter Einwirkung unglücklicher Umstände getötet hat. Wir haben keinen Grund, aber auch gar keinen, an seiner Aussage zu zweifeln. Vielleicht sehe ich wirklich Gespenster. Ja, nun, seien Sie schon vernünftig. Reicht Ihnen denn nicht, dass Sie Kelly überführt haben? Übrigens, mich würde mal interessieren, wie sind Sie eigentlich auf den gekommen? Oh, gar lenkt ab, hat ja recht. Nicht ein Beweis. Ich hab's ja schon erzählt. Mrs. Gilmore hat eine falsche Aussage gemacht. Sie war nicht zu Hause, sondern in der Jones Street, als der Schuss fiel. Und sie hat keinen Kelly dort gesehen. Also hatte Kelly gelogen. Oder Mrs. Gilmore. Ja, da habe ich eben den Trick mit der leeren Patronenhülse riskiert. Weil ja anzunehmen war, dass er seine weggeworfen hatte und glauben musste, ich könnte sie gefunden haben. Nicht schlecht. Wirklich gute Arbeit. Mr. Tennant, was ist denn nun mit dieser Anzeige wegen tätlicher Beleidigung? Ja, also ich würde sagen, in Anbetracht des Verlaufs, den die Dinge genommen haben und weil auch Miss Kenbrook das peinliche Aufsehen vermeiden möchte, das mit einer derartigen Angelegenheit verbunden wäre, möchte ich doch vorschlagen, dass wir die ganze Geschichte einfach fallen lassen. Bis jetzt ist ja noch nichts aktenkundig. Natürlich. Wenn Miss Kenbrook nicht auf der Anzeige besteht, ja, können wir, glaube ich. Zwingen Sie den Angeber zum Durchhalten. Der darf das jetzt nicht einfach fallen lassen. Wenn allen klar ist, dass das Ganze eine abgekartete Sache war, frei erlogen von Mr. Tennant, dann bin ich bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Sie sind ja blöd. Machen Sie ihn doch fertig. Ach, was soll's. Also, ich gebe zu, dass die Geschichte von mir etwas übertrieben war. Und dass er Kara auch nicht ernsthaft angerührt hat und dass... Ja, dann darf ich mich verabschieden. Guten Abend. Jetzt einen schönen großen Schluck und vorher noch ein Steak bei Mary. Eins von den dicken, stark gepfefferten. Und dann... Wir kommen mit. Wieso? Hören Sie, ich möchte das eigentlich gerne wieder gut machen. Ich meine, es ist wirklich nicht meine Art, unfair zu sein, verstehen Sie mich recht? Nicht der Rede wert. Nein, nein, das ist nur richtig. Mann, die Sache ist erledigt. Nein, es würde mir eine ganz besondere Freude sein, das wieder gut zu machen. Ist doch alles in bester Ordnung, Mr. Tennant. Mehr Ordnung kriege ich jedenfalls nicht rein. Sie müssen mich einfach etwas für Sie tun lassen. Hier, kommen Sie, ich gebe Ihnen einen Scheck. Macht sich doch gut, wie er auf der Treppe liegt, was? Einen schönen guten Abend noch, Miss Kenbrook. Tod in der Pine Street. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalstück, das nach einer Erzählung von Dashiell Hammett entstand.